Und damit ein herzliches Willkommen zu Among the Sleep. Das haben wir damals auf Twitch gestreamt. Damals war das, glaube ich, noch die normale Edition. Jetzt gibt es so eine erweiterte Edition. Dort ist es uns auch die Möglichkeit, irgendwie unser Pyjama zu ändern. Und das Ganze nehme ich jetzt einfach mit euch zusammen. Für YouTube auf. Let's go. Wir starten eine neue Geschichte. Und schauen mal. Ich weiß nicht, was dazu neu gekommen ist. Ich denke mal, das sind nur ein paar Extras. Mehr sollte es nicht sein, ist auf jeden Fall schon sehr lange draußen, Among the Sleep, und kam auch sehr gut an. So, neue Geschichte starten. Ich weiß nicht, was Kakando heißt, aber der Rest ist auf Deutsch. Okay, let's go. Wenn ich mich nicht irre, trinken wir gerade ein Glas Wasser. Huch. Hey, Sweetie. Did you finish your drink already? Genau. Careful. It might break. Ich glaube da... Only be a minute. Mommy just has to make sure that the cake is perfect. Wie nehme ich das auf? Achso, nein. Ich will das Intro nicht überspringen. Ah, jetzt. Okay. Oh, ich will den Ball nicht mehr. Let's see. Ich will 9. There and oh. There. Oh, jetzt zeige ich mal, dass ich ein IQ-Baby bin. Wir sind ein Baby. Look at you. You're so adorable in your tiny-footed pajamas. Ja, ich weiß. Nein, ich will kein Kuchen. Happy birthday, sweetie. Ich will hier weiterspielen. Wow, 2 years today. Was? 2 Jahre? I think I know a little someone who's ready for some cake. Nein, ich will Cheeseburger. Chugga, 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 nein, chugga, ich will Cheeseburger. Oh nein. Here it comes. Through the tunnel. Okay. Oh, oh, oh. Da wird geklopft. An der Tür. I'll be right back. Okay. Ich meine, das ist ein großes Haus, da muss es eigentlich eine Klingel geben. Ein bisschen komisch, dass jemand klopft. Wow. No. Okay. Ja. Oh. Hey, you. Look what I found. Ach, ich glaube, ich weiß, was passiert ist. I wonder okay. What it is. Why don't we go upstairs and find out? Ja, endlich den lang erwarteten Cheeseburger. Oh, ist aber groß. Oh, ist das ein Happy Meal? How much cake did you have? Ja, zu viel. Zu viele und zu wenige Mac-Menüs. Was ist mit meinem Happy Meal? Hat sie mitgenommen, okay. Adorable. Oh, oh. Was? Wie heißen die? Krillbite Studio. Wenn ich das jetzt richtig gelesen habe. Krillbite Studio. Oh, da wird alles dunkel hinter uns. Also wie man das jetzt so mitbekommen hatte, war das wahrscheinlich der Vater. Und der wollte wahrscheinlich das Baby, also uns sehen. Aber sie wollte das nicht. Und deswegen hat er jetzt einfach das Geschenk überreicht. Artete aber in einem kleinen Streit aus, so viel man gehört hat. Also er wollte unbedingt rein, aber sie will es nicht. Das ist so meine Vermutung. Now let's see what's inside. Maybe it's a new toy. Wie, es ist nicht das Pokémon-Spielzeug. Ich wollte Pikachu. Ja, es ist Pikachu. Oder? Okay, sweetie. Be a dear and play for a bit. Mommy will be right back. Boah, das wäre auch so eine Idee, dass man... Okay, sei brav. Okay, sie kriegt einen Anruf. Dann bleiben wir hier drinne. So, sie geht. Um Objekte auszuwählen. Wie ist das gemeint? Achso, damit können wir... Okay. Huch.
Ah, die Kiste bewegt sich. Das wäre eigentlich eine coole Idee, dass man... das sah man ja, das ist ein Teddybär. Aber dass man den vielleicht kosmetisch ändern könnte, so ein Pikachu oder so. Das wäre auch irgendwie cool. So als kleines DLC, so ein kosmetisches oder so. Keine Ahnung, irgendwie sowas. So, ich denke mal, hier hat man auch seinen Spaß, irgendwas herauszubinden, wie zum Beispiel... Keine Ahnung. Ne, ein X. Was soll ich damit mit einem X anfangen? Ne, lass mal. Okay, aha. Mal gucken, wie wir hier ausbrechen. Den riesigen Ball hier ist kein Problem für uns zu verschieben. Der Vater ist Hulk. Der ist jetzt, ne? Jedoch geschieden. Ja, perfekt. Okay, Kiste mal ganz schnell dahin geschmissen. Die natürlich wurde... Der Happy Meal ist offen. Ich glaube, das ist da hinten in die Schatzkiste reingesprungen. Hier haben wir nochmal ein F. Aber wir müssen nach oben. Wie machen wir das? Mit dem Kissen wahrscheinlich, oder? Dass wir damit vielleicht da hochklettern können? Mit 2 Jahren? Ja, sollte klappen. Oh, wie groß wir sind, wenn wir nicht kriechen. Das ist halt... Wie groß der Unterschied ist. Okay. Springen ist nicht so, ne? Nee, springen ist nicht drin. Aber klettern. Und da ist ein Kissen für die weiche Landung. Frag mich, was passiert, wenn wir nicht auf das Kissen landen. Ehrlich gesagt bin ich da ziemlich neugierig. Nichts. Ist aber auch gemein von mir. Extra ein Kissen da am liegen. Verwende LB, um zu rennen. Okay, zeig mal. Ey, wir sind ja schon richtig gut. Was war denn im Kuchen? So. Das ist einfach unser Relax-Place. So. Einfach ein bisschen relaxen. Ah, ja, auch gerade auch gar keinen Bock. Hä, ich stecke hier irgendwie fest. Okay, jetzt. Ah, guck mal, wie schön wir hier auch schon zeichnen können. Was lesen wir? Ja, das gibt's doch nicht. Wo sind die Mangas? Hm. Seltsam, seltsam. Das ist schon so ein bisschen suspicious, ne? Ich weiß noch damals bei Twitch-Stream, da gab's ein Achievement, wenn wir, glaube ich, alle Kegel da getroffen hatten. Das weiß ich noch, als wir das gestreamt haben. Aber ich glaube, da waren die Kegel woanders, ne? Ich weiß es gerade nicht. Kommt mir ein klein bisschen anders vor, aber ich glaube... Das bilde ich mir nur ein. Halte R, bewege drinnen und bewege. Okay, Truhe zu öffnen. Ah, guck mal, wer da ist. Ich habe sogar ein Geschenk für dich. Ein Willkommensgeschenk. Oh, wie viele Bauklötze wir auch haben. Was ist das für ein... Was ist das? Hm? Eine ganz komische Zahl. Aua. Einfach ein A und ein E zusammengefügt. Ja gut, dann begrüßen wir ihn mal. Oh, das ist eine Bowlingkugel. My name is Teddy. Nice to meet you. Hey, what's your name? Das ist eine Bowlingkugel. Not much of a talker yet. Ah, alles klar, wir heben einfach eine Bowlingkugel hoch. Man hört's auch, das ist einfach eine Bowlingkugel. Let's play a game. Kein Problem für uns. Deswegen auch die Kegel, ne? I know. I'll hide the pink elephant while you're not looking. Hört sie die Augen zu und versteck. Achso, okay. Come here. Turn around and cover your eyes. Ja, er will, dass ich mir die Augen zuhalte und er versteckt dann den Elefant da oben und ich muss den dann suchen. Drücke um die. Okay. So, das ist das Menü. There. You can look now. Für uns wurde so gesagt gerade erklärt, wie wir das Pause-Menü öffnen. So, er hat den Elefanten versteckt und er kam von da hinten gelaufen. Hm. Jetzt nochmal zurück auf die... Das ist ein bisschen creepy. Aber seine Stimme ist ein bisschen creepy, muss ich zugeben. Hm. Also ich sagen wollte jetzt nochmal zurück auf die Bowlingkugel zu kommen. Vielleicht ist es ja nur aus der Sicht dieses Zweijährigen, ne? Dass das so schwer aussieht. Wahrscheinlich einfach nur so eine Plausch-Bowlingkugel.
aber aus unserer Sicht wirkt es wie eine 20 Kilogramm Bowlingkugel. Getting warmer. Okay. Colder, okay. Wo hat er den versteckt? In dem Schrank. Okay, in dem Schrank. Boah. Einfach die Kiste hier am Bewegen. Oh, warte mal, ich will da mal hoch. Schade, ich kann nicht weiter hoch. Ein Puzzle mit 6 Puzzleteilen, okay. Wir können vielleicht wieder da rein, aber ich finde den Hocker sehr interessant. Weil damit können wir klettern. Nee, still cold. Der denkt auch, sag mal, was ist denn das für ein Bümchen? Super warm. Ach, da ist er. Hab ihn gefunden. You found it. Ey. Wo ist er? Teddy? Wow. Oh, wow. Das ist eine Musikbox? Does it work? Das war gruselig. Das war gruselig. So, setz dich mal hier oben hin. Da würde ich ganz gerne einmal drauf. Kann ich da einfach draufklettern? Nein, ich kann zwar nicht draufklettern, aber das mache ich jetzt mal eben. Ich will wissen, ob die Wippe funktioniert. Weil da drauf können wir klettern. So, und jetzt laufen wir einfach da. Ja, und? Das ist einfach fake. Die Wippe funktioniert nicht. Ich kriege hier Fake-Spielzeug. Do you think the music box still works? Das ist keine original Konami-Wippe. die Musikbox da oben. Kannst du ausprobieren? Hat That's a nice melody. Ja, ist jetzt nicht der gute alte Dubstep, aber. ja, ist ganz gut. Oh, einfach mal die Bilder. Auch Fake-Klamotten ist einfach ein Bild. Damit so aussieht, als hätte ich Klamotten. In Wirklichkeit habe ich immer nur einen und denselben Pyjama. Huch, der haut ab. What's this? Ein Malbuch. Five thirsty animals upon a dry, dry hill. We could use a drink, they sang and started to drill. Unless we reach water with our newly dug well, I think we'll have to bid each other fare thee well. Hat er jetzt gerappt? Oh. Oh, was hat er denn jetzt entdeckt? Nur Holzeisenbahn. Does it run? How do you start it? Halte gedrückt und bewege, um Schubladen zu öffnen. Warum soll ich die Schubladen öffnen? Ich kann auch einfach den Knopf drücken. Round and round and round. Hey, pick me up and carry me on your back. I want to show you something. Ich will auch mal was ausprobieren. Ach, jetzt ist er stehen geblieben. Warte mal. Wir können sicher. Ey, nicht so aufdringlich, Teddy. Wir das hier hinstellen und da den Knopf aktivieren. Er schiebt es einfach weg. Müssen wir uns da hinstellen? Das ist voll die starke Eisenbahn. We need some place very dark. How about your closet? Okay, das klingt jetzt ein bisschen falsch. Ich glaube, er will uns einfach nur seine tolle Fähigkeit zeigen. Also, ja, er sollte vielleicht ein bisschen ausdrücklicher sein. Könnte man falsch verstehen. Boah, einfach den riesigen Schrank aufgemacht. Aber mit Ach und Krach, wie man sieht. Also, wir brauchen schon... Das ist ein dunkler Schrank. Das ist ein richtig dunkler Schrank. It has to be darker. Shut the doors completely. Also wie gesagt, das ist alles sehr komisch gerade, aber es wird Sinn machen. It has to be darker. Ja, ich mach richtig zu. So.
This will do nicely. Ja, jetzt ist es einfach hier Narnia. I hope there are no monsters in here. Nein, nein, es ist Narnia. Wir sind gleich, ne, bei den Hobbits und so. If you ever feel scared in a dark place like this, you can hug me tightly. You might feel a little bit safer. Genau, und jetzt kommt das, was er uns eigentlich damit demonstrieren will. Er ist nur ein bisschen komisch ausdrücken tut. Und zwar leuchtet der Teddy. Genau, und das ist das, was er uns wahrscheinlich zeigen wollte. Ich hoffe es zumindest. Ja, und jetzt haben wir hier diesen unendlich langen Schrank. Und das ist, glaube ich, auch wieder diese Sicht von dem, dass der Schrank einfach so groß ist und gruselig und... Ne? Dunkle Schränke und Allgemeinschränke ist halt der Erzfeind jedes Zweijährigen. So. Deswegen, wir bekämpfen unsere Angst. Und hier auch diese ganzen dunklen Mantel. Ich bin mir jetzt nicht ganz genau sicher, was dunkle, riesige Mantel in unserem Schrank zu suchen haben. Aber das ist so die Ansicht, ne? Wie wir uns den Schrank vorstellen. So, können wir hier hochklettern? Nö. Dann aber weitergehen. Und wie gesagt, wir haben den Teddy, wir können ihn, glaube ich, auch wieder ausdrücken. Nur ich habe irgendwie... Hoch? Hä? Ich muss gerade mal gucken. Ah, so mache ich ihn. Okay. Ja, genau. Der Teddy ist, glaube ich, da, um mir die Angst zu nehmen, ne? Und was macht er? Hast du das gehört? Wenn ich jetzt wieder zurücklaufe... Aber mache ich nicht, nee. There you are. What are you doing in the closet? Ich habe Narnia besucht. Oh, are you playing with your new friend? Ganz genau. Hello, Mr. Bear. Nice to meet you. How are you today? You've got to stop hiding from Mommy. I hope you had a good birthday, hon. Mommy would be very sad if you didn't. Das klang wie so eine Drohung. Das klang richtig nach einer Drohung. If you go to sleep now, you can wake up early tomorrow and play with your friend all day. Okay, das macht Sinn. Every little boy and girl are sleeping now, all over the world. And they're waiting just for you. We shouldn't keep them. Mhm. Good night, hon. Alles klärchen. Okay, das ist creepy. Hör auf. Das ist... Ah. Warum nicht ein ganz normaler Song? Warum gleich so ein Horror-Theme? Ja, jetzt wird's noch schlimmer. Die, also wir sind da, aber es ist sehr dunkel. Ach, weil wir die Augen zu haben, okay. Das macht Sinn. Ah, hat sie wieder die Tür nicht richtig zugemacht. Das ist der Klassiker, ne? Hätte ich tausendmal gesagt, mach die Tür hinter dir zu. Nee. Nee. Immer ein Stück muss offen bleiben. Dann fängt sie mal während der Nacht an zu quengeln. Muss ich mal vorbeigehen? Nee, warte mal, das ist eigentlich andersherum. Jetzt ist es so ein... Okay, was ist das denn jetzt? Der Bär, der schwebt einfach weg. Das kenne ich aus so einem Horror-Movie. Ach, das ganze Bett bewegt sich, genau. Ja, das ist halt aus diesem Horror-Movie, ne? Wo in der Nacht immer die Kamera die ganzen Sachen aufnimmt, was da so passiert, dann... schweben da die Objekte durch die Gegend und so weiter. Okay. Teddy ist weg, wir haben kein Licht und es ist, so gesagt, dunkel. Draußen regnet es, das ist eigentlich immer ganz schön. Weiß nicht, es gibt ja so diese Sage, ne, dass man dann ganz gut schläft eigentlich. Kissen sind wieder mal kein Problem für uns. Das ganze Bett ist einfach umgekippt. Ich frage mich jetzt, wie sowas passieren kann. Wie hoch da lauf. Yo. Wir geben uns echt große Mühe.
Oh, wie cool das mit der Decke. Das ist cool. Hat sich das gerade bewegt? Einfach am Cheaten so einen riesigen Ball annehmen. Können wir da wieder rein? Ich frage mich, was passiert, wenn wir jetzt hier reingehen. Wenn jetzt ein Jumpscare kommt, dann hast du mich hängen. Kommt zwar kein Jumpscare, aber es ist ein ganz komisches Geräusch. Okay, wir gehen dann mal weiter. Ich habe mich hier auch noch nie so... Also ich habe mich noch nie so richtig ganz umgeguckt hier. Das ist das Geräusch, das wir im Schrank gehört haben. Auch irgendwie, glaube ich, mal gehört, es gibt ja auch so, ich glaube, es gibt so Bilder, die man irgendwie sammeln kann oder so. Also wenn das stimmt, dann sehe ich da oben ein Bild. Mal gucken, ob das stimmt. Ich muss noch ein klein bisschen höher. Ja, okay, das Bild ist zumindest dann nicht gemeint. Und wieder runter. Na gut. Oh, jetzt machen wir einen kleinen Abendspaziergang. Mit Hilfe kannst du um die Ecke spähen. Das kenne ich aus Outlast. Bitte lass es nicht Outlast sein. Was ist das für ein Geräusch? Ach, ich weiß, was das ist. Ich erinnere mich. War auch jetzt gerade wegen diesem Hintergrundgeräusch, dieses... ja, dieses wusch, 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 wusch. Okay, okay, okay. Ich dachte, ich habe mir erst versucht, was vorzustellen bei dem Geräusch, aber... Okay, eigentlich sollte man das nicht machen, also an alle Zweijährigen. Und ich weiß, da sind sicherlich viele dabei. Nicht an der Steckdose spielen. Oh, thank you. Something's not right. We need to find your mother. Boah, wie das aussieht. Hilfe. Also da drinnen. Wenn man so klein ist und da durchguckt, das sieht alles so riesig aus. Ja, das ist halt eigentlich ganz normal, dass so ein Teddybär auch mal dann gewaschen wird. Aber für den Teddy ist das jetzt... Also aus unserer Ansicht denken wir so, nein, was machst du denn? Wie kannst du nur den Teddy da reinstecken? Das ist halt aus unserer Ansicht schrecklich. Und dabei wird er einfach nur sauber gemacht. So, was ist das? Keine Ahnung, das ist einfach nur so ein Haufen von Klamotten. Oh, das ist so ein Heizdingen. Ich kenne so ein Ding. Die Teile sind richtig heiß, glaube ich, ne? Okay, das hat sich einfach angehört wie ein Ungeheuer. Da kann man nicht, da Feuerlöscher. Hier ist der Ball, den schicke ich gleich erstmal nach unten. Der Ball kann meinetwegen nach vorne gehen. Halt! Komm zurück. Frag mich, was passiert, wenn... Wow, ist das eine große Tür. Was passiert, wenn wir die... die Steckdose wieder reinstecken? Den Stecker in die Steckdose. Shh. We have to be very quiet. We can't let it find us. Was ist denn das S? Deswegen habe ich ja den Ball vorgeschickt, aber ich weiß nicht, was uns finden soll. Oh, kann es sein, dass es da um den Daddy geht? Kann es sein, dass es um den Dad geht? Dass er uns nicht finden darf? Und wir uns irgendwie vorstellen, dass das komplettes Ungeheuer ist oder so? Das wäre so eine Vorstellung, ne? Dass wir in ihm irgendwie so ein Monster sehen, weißt du? Und dass der jetzt hier im Haus ist und wir uns von dem nicht sehen lassen dürfen. Wie können wir sneaken? Im Endeffekt gar nicht, ne? Weil wir können ja nur krabbeln. Ball?
Ohne dich gehe ich nirgendwo hin. Wir können auch das Licht anmachen. Ich mache mal das Licht an. Aber das könnte im Nachhinein immer ein bisschen dunkler sein dann, als es eigentlich ist. Deswegen immer schön das Licht anlassen. Die Sache ist nur, wenn ich mit irgendwas interagiere, geht das automatisch wieder aus. Für ein Geräusch? Ist hier irgendwas hinter? Warum können wir die ganzen Sachen rausholen? Ist da irgendwas versteckt? Ne, da ist nichts. Ah, da ist nichts, okay. Da kommen wir nicht dran. Wow, die Lampe sah gerade aus wie ein Gesicht. Oh, wir sind im Kriechen schneller als wenn wir... Achso, wir können ja auch rennen, ne? Okay, da war eine schattige Silhouette rechts in der Ecke. War aber keine Person oder so. Das war jetzt nur der Schatten. Oh, was ist das? Das ist einer dieser Collectibles, die ich meinte. Keine Ahnung, wo die alle sind. Die sind wahrscheinlich hier überall irgendwo liegen die rum hinter einer Wand oder so. Oder hier hinterm Klavier. Ein bisschen auf dem Klavier spielen. Ja, okay. Mozart sind wir schon mal nicht. Oh, was haben wir hier für Videospiele? Das kenne ich. Das kenne ich. Okay, vielleicht mal ausmachen. Hat sogar geklappt. Und dann wieder anmachen? Okay, das geht nicht mehr. Ah, guck mal hier. Sogar der Controller. Das Geräusch kommt von der Box. Ja. Irgendwas ist zersprungen. Ich habe keine Ahnung, was das war. Vielleicht das Fenster hier oder so. Ist das nochmal ein Collectible? Jo, Tatsache. Okay. Da werden wir ein bisschen nach Ausschau halten. Kleines bisschen. Gucken wir da so ein bisschen rum. Weiß nicht, wie viele es gibt. Aber wie es aussieht, sind die nicht so stark versteckt. Das heißt, es reicht, glaube ich, wenn wir einfach mal den Boden abchecken. Ich glaube, wir sind nochmal ein Stück weit schneller, wenn wir kriechen. Hier ist auch nochmal eins. Okay. Nach denen werde ich mal Ausschau halten. So ein bisschen. Wir können ja überall drunter klettern. Aber wir sind mega klein, wenn wir kriechen. Aber mir gefällt dann die Geschwindigkeit, die wir damit aufbauen. Oder wir rennen so. Ist auch möglich. Aber da gefällt mir das Kriechen ein bisschen besser. Diese Geräusche, die da aus der Box kommen. Da ist gerade... Ach, das ist eine Scherbe, die da zerbrochen ist. Das sieht aus wie ein Teddy. Aber das ist... Oh. Hä, was passiert hier? Hä? Das war jetzt komisch. Habe ich irgendwas getriggert? In einem anderen Raum? Hä? Warum geht das zu? Ah, jetzt ist es offen. Ah, Collectible. Sehr schön. Ich frage mich, ob wir da welche in einem anderen Raum vergessen haben.